Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ohne Cam, denn mein PC kommt gerade nicht so klar irgendwie mit der Cam etc. Und ich hoffe, dass das jetzt das Problem ein bisschen löst, dass das Video zumindest nicht ruckelt, wie letztes Video. So wie es aussieht, liegt es nämlich an der Cam. Ich habe mir bereits eine SSD bestellt, die wird jetzt auch die Tage eingebaut. Deswegen hoffe ich einfach, dass das Ganze dann aushält und dass das dann alles besser klappt und so. Und deswegen kommt heute nur noch so ein kleines Video, wo ich euch einmal etwas präsentieren möchte. Denn wir stolzieren einmal in die Gallery und suchen nach dem MooliSims Hashtag. Und wenn man Mooli eingibt, dann findet man schon MooliSims. Das ist sehr, sehr cool, dass man das jetzt schon so schnell finden kann. Und dann gehe ich hier auf benutzerdefinierte Inhalte einbeziehen. Und dann sehen wir hier ganz viele coole Sachen. Und ja, ihr wisst ja, ich blende jedes Mal ein. Dies, das, ne? Und die ganzen Nicht-CC-Sachen, die downloade ich auch direkt. Haushalt bereits gespeichert. Jetzt fragt man sich, was mache ich eigentlich genau mit diesen ganzen Haushalten? Die Haushalte, die ich runtergeladen habe, die können zufällig in meinem Spiel erscheinen. Also die Sims, die darin gespeichert sind. Unter anderem ist ja auch meine süße Sky gespeichert in meiner Bibliothek. Deswegen ist sie auch schon im Baby-Challenge-Spielstand aufgetaucht. Und das kann mit euren Sims genauso passieren. Die können in meinen privaten Spielständen auftauchen, die können in den Let's Play-Spielständen auftauchen. Ab und zu platziere ich die natürlich nochmal extra, aber größtenteils werden sie dann einfach so in die Stadt platziert und generiert. Wie das Ganze funktioniert etc., das habe ich in einem anderen Video verlinkt, das werde ich euch, ich habe es euch erzählt, das werde ich euch am Ende des Videos verlinken, in der Endcard, damit ihr nochmal genau wisst, wie ihr denn immer schöne Sims und vielleicht auch die Sims unter dem Hashtag, wie ihr die ständig im Spiel haben könnt. Beispielsweise dieses Grundstück muss ich noch platzieren, denn ich habe mir ja gewünscht, dass das irgendwie platziert werden kann bei mir, ne? Aber ja, wie gesagt, bis zur nächsten Baby-Challenge. Bis zum nächsten Part der Lucky Legacy Challenge wird das hier platziert. Und die ganzen Sachen, die halt immer hier so sind, die werde ich mir halt auch natürlich immer anschauen und potenziell auch platzieren, vielleicht mal ein bisschen umbauen oder renovieren, je nachdem, wie mir die Sachen dann besser gefallen noch oder passender zu dem, was ich überhaupt suche. Und ich bin sehr dankbar über jede einzelne Einsendung. Ich bin auch der Meinung, es sind schon ziemlich viele Sachen hier drin gelandet. Muss ich schon mal sagen. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass halt so regelmäßig Sachen reinkommen und so. Und ich meine, es sind größtenteils immer mal wieder dieselben Namen. Aber ich freue mich genauso, wie wenn jetzt da ein neuer Name steht. Und ich muss echt sagen, ihr gestaltet auch echt, echt hübsche Sims. Und ich meine, ich würde die natürlich gerne dann halt auch benutzen, ne? Deswegen, wenn die dann generiert werden, wird mein Sim, wenn der Sim die dann irgendwo sieht, wird die bestimmt dann kennenlernen. Weil es fällt natürlich schon auf, wenn die Sims dann besser aussehen als die normal generierten. Und diese ganzen Sims hier sind halt einfach Schninnen. Und da muss ich schon mal sagen, ihr arbeitet sehr, sehr gut mit dem Creator Sim. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar. Das hier war hier nur ein sehr kleines Video. Und es wird bald wieder besser laufen, wie gesagt. Wenn ich dann mit der SSD aufnehme, wird das wahrscheinlich alles generell besser. Ja, und ich hoffe, das kleine Mini-Video hier hat euch dennoch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die ganzen Sims, ohne sie manuell zu platzieren, trotzdem in euer Spiel kriegen wollt, dann schaut euch das Video an, was jetzt hier in der Endcard verlinkt ist. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!